Taunus haben gegen den TV Ispringen, gegen Unentschieden und absolut verdient auch. Hier dürfte keiner sich aus der Halle gehen, einen Punkt holen, wobei man fast sagen müsste, die Zone Rumpftruppe. Daniel ist der Trainer, Daniel Erlemeyer, muss man auch über einen hohen Respekt zum. Wahrscheinlich unseren Jungs, die sich das so einfach vorgestellt haben. Aber da muss man wirklich sagen, Daniel, deine Leute hast du super eingestellt. Am Schluss war es ein ganz schönes Gewetzel auf der einen Seite. Ihr habt noch ein riesiges Problem gehabt mit eurem Trikot. Da muss man da dran denken. Da müssen wir noch froh sein, dass das vielleicht passiert ist. Daniel, deinen ganzen Überblick, vielleicht auch wieder wie immer Corona-bedingt, Vorbereitung. Welche Leute fehlen dir? Wie hast du das Spiel von deiner Mannschaft gesehen? Ja, zuerst mal war es ein ganz aufregendes Spiel und geprägt von Abwehrreihen und von sehr guten Torhüterreihen auf beiden Seiten, die in Angreifung sich das Leben schwer gemacht haben. Ja, Corona-bedingt gingen wir heute schon auf den Zahnfleisch. Wir haben sehr viel Unterstützung von unserer zweiten Mannschaft bekommen. Da möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön sagen, dass die Jungs diesen beiden ausgenommen haben. Haben sich super integriert und heute war reiner Kampf, wirklich schöner Handball war es nicht. Aber ich denke mal, beide Mannschaften haben den Kampf angenommen. Es war alles noch einigermaßen regelkonform und zum Schluss dann finde ich das unschuldig. Muss man auch sagen, in der ersten Halbzeit, es war glaube ich 9-9 und 8-8 gestanden, die Torhüterleistung auf unserer Seite unseres jungen Vielmann, der eigentlich den Kasten vernagelt hat. Wenn der nicht gestanden wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht wieder ausgegangen. Du hast es gerade auch gesagt, eine Rumpftruppe. Wie wird es bei euch jetzt auch so weitergehen die Woche? Werdet ihr weiter planen? Wartest du auch auf Anrufe vom Verband? Zum ersten Mal sind wir mal spielfrei, frisches Wochenende, aller Voraussicht nach. Ich hoffe, dass dann die Spieler, die sich im Moment in Quarantäne befinden, wieder zurückkommen werden. Das wird uns auf jeden Fall im Rückbau sehr, sehr gut tun und auch von, natürlich von der Masse her sehr, sehr gut tun, was die Spieler betrifft. Wir werden weiter unseren Trainingsbetrieb ganz normal fortführen, bis wir was anderes hören. Natürlich kann man immer geteilter der Meinung sein, ob das wirklich alles notwendig ist, was wir hier machen. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Ich denke, den Jungs tut es gut, solange es noch einigermaßen vertretbar ist, sollte man es auch noch weitermachen. Wenn es dann nicht mehr vertretbar ist, dann muss man auch den Anzeichen ziehen. Okay. Besten Dank. Daniel, Glückwunsch an die Mannschaft, muss ich selber sagen, habt ihr wirklich absolut super gemacht. Ist nicht immer einfach, diese lange Reise hierher zu kommen ins Taubertal. Und so kommen wir natürlich auf die andere Seite. Martin, heute leider keine lachenden Gesichter, da kann man sagen, zum Glück haben wir unseren Mundschutz ein. Eine, ich will ganz sagen, desolate Vorstellung. Wir haben es gerade schon angesprochen, ohne sieht es richtig scheiße aus und viele Stoffe an einem Kreis, ohne Konzept, ohne alles. Heute ging einiges in die Hose, oder wie siehst du das? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Großen Respekt an Daniel, seine Truppe. Er hat gerade eben gesagt, dass wichtige Leute fehlen. Also alle, die sind da sitzen, das war ein wahnsinniger Kampf, was ihr da geliefert habt. Absolut, ziehe ich den runter vor. Ja, ich bin natürlich mega angefressen. Ja. Wir haben alles das, was wir trainiert haben, einfach nicht auf die Platte bekommen. Wir haben gegen die 5-1-Deckung und die 4 trainiert. Und was wir heute machen, da muss man sich wieder fragen, was das jetzt unter der Woche war, was wir da trainiert haben. Vielleicht die falschen Sachen, ich habe keine Ahnung. Aber wir sind einfach nicht zu einfachen Toren gekommen. Wir haben die falschen Wege gewählt. Wir haben die Räume nicht gesehen, die aufgehen für uns. Noch dazu haben wir im Deckungsverbund in der ersten Halbzeit viel zu viel zugelassen. Uwe hat uns da den Arsch gerettet. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben, glaube ich, 5, 6, 7 freie Aufverballer. Also der Gästentor war jetzt auch nicht schlecht. Oder wir haben ihn warm geschossen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Einfach inkonsequent, ja, inkonsequent vorne.
Und wenn man da die ersten Aktionen schon mit dem Tor abschließt, sieht es in der ersten Halbzeit besser aus. Aber trotz alledem, das war nicht das, wie wir es uns heute vorgestellt haben, das Heimspiel hier. Wir haben das Privileg, dass wir noch Handball spielen dürfen hier in der Region. Wir haben das Privileg, vor Zuschauern zu spielen. Und was wir heute hier geliefert haben, das war, da muss man sich teilweise, ja, ich nehme es jetzt in den Mund und muss man sich entschuldigen, weil das ist nicht der Handball, den man sich vorstellt. Und vielleicht haben die drei Siege jetzt in Folge einfach zu gut getan, vielleicht haben wir es zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Ich bin schwer enttäuscht, muss die Mannschaft mal fragen, wie sich fühlt, und ich glaube, da braucht sich auch keiner freuen über den Punkt. Die zwei Punkte hätten heute eigentlich an die Strecke gehen sollen, der bekämpft für die Löwen und wir haben irgendwo keine richtige Mitte gefunden. Also ich bin mega enttäuscht von der Leistung heute. Natürlich muss man vielleicht wieder sagen, ein bisschen schade, dass man das nicht in den Griff gekriegt hätte. Wir haben halt jetzt auch unsere Jugend draußen sitzen. Martin, da natürlich die Frage einmal, wie geht es unseren Spieler in Simon Liebert, der ja jetzt auch operiert wurde. Und auch ein bisschen die Frage an dich, wie gedenkst du auch junge Spieler bei solchen Spielen, natürlich immer schwierig, aber auch da, wie gedenkst du solche Spieler mal einzubinden? Ja, das ist schon sau schwer. Der Bendix, der tut mir da Woche für Woche leid. Letzte Woche durfte er zum Glück noch mal 1B ran. Aber wenn man das Spiel jetzt heute so sieht, da tut man dem Bendix wahrscheinlich auch keinen Gefallen, wenn man den ins kalte Wasser schmeißt und er jetzt der Heilsbringer sein soll, dass wir das Spiel hier gewinnen. Ich glaube, das ist nicht zielführend für die jungen Spieler. Die haben letztes Jahr gegen Pforzheim eine Plattform bekommen, da lief es aus einem Guss und ging es ein paar Tore weg, dann kann man Bendix auch bringen. Aber da ziehe ich auch den Hut, Woche für Woche setzt er sich dahin, schaut sich das an, unterstützt die Truppe von außen. So stelle ich mir das auch vor, wenn so ein Jugendspieler da hochkommt. Aber dass es natürlich für ihn nicht befriedigend ist, dass er Woche für Woche draußen sitzt, das tut mir wahnsinnig leid für ihn. Da muss die Mannschaft mehr bringen, dass wir solche Jugendspieler dann auch reinwerfen können. Haben wir leider wieder nicht gemacht. Ich wünsche mir für den Bendix, dass er die Chance bekommt, dass er dranbleibt, dass er den Kopf oben hält und dass er Training Vollgas gibt weiterhin. Da kann er viel lernen. Ja, was Simon betrifft, der ist jetzt operiert worden, hast du ja gesagt, das wird noch, ja, wenn es eine Rückrunde geben soll, dann wird er dabei sein. Ansonsten dauert das jetzt noch 1-2 Monate, bis er da, denke ich, im Mannschaftstraining ist. Und da wünsche ich ihm an dieser Stelle alles Gute und gute Besserung, dass er bald wieder in der Halle steht. Okay, die kommenden zwei Wochen werden auswärts gespielt. Hier wird man jetzt einfach Tag für Tag sehen, wie die Zahlen sich entwickeln, wie der Verband sich entscheidet. Der wird auch die Mitte der Woche eine Videokonferenz stattfinden. Jetzt wird es schwierig für uns. Auswärts, Martin, geht erhobenen Hauptes, muss man sagen, ins Training, versucht euch zu motivieren. Und dann gucken wir, wie wir uns vielleicht hier in drei Wochen wiedersehen. Ich darf hier noch die kleine Losung. Da machen wir es aber auch so, hier sind eigentlich fast die ganzen Reihen und ganzen Plätzen. Derjenige, der am nächsten an diesem Platz sitzt, der bekommt von uns ein Sixpack und am Schluss auch noch einen Charme. Also ich habe hier zwei Verlosungen. Da werde ich euch gerade mit Daniel Greif von rein. Da schauen wir mal. Und ich sage auch immer, der Erste, der sich vielleicht dann auch meldet. Wir haben hier hinten im Block 4, Reihe 1, Platz 14. Also da sitzt noch ein paar. Da, wer sitzt da vorne? Reihe 1, Platz 14. Wo geht's 14? Da kommt doch irgendjemand. Super. Da freut sich doch ein. Da bin ich der Papa des Sixpack und die Kleine kriegt den Schal von uns von der HSG Dittichheim. Ein kleines Geschenk für dich. Super. Dann haben wir ein zweites Sixpack von unserem Sponsor von der Distenhäuser. Und hier haben wir wieder, da kann der Papa vielleicht gleich bleiben. Block 4, Reihe 3, Platz 5, da sitzt du wahrscheinlich jetzt direkt drauf. Nein, da kommen die Mädels. Also, hier unser Sixpack
Dann darf ich mich verabschieden. Ich verabschiede mich hier in der Halle. Ich verabschiede mich auch an alle Streamer, die heute das erste Mal wieder auch bei uns im Livestream im Internet dabei waren. Ich danke an euch, an den TV-Spielern, dass wir die Spiele über die Bühne gemacht haben. Einen riesen Dank auch an den Schiedsrichter. Ich finde auch, das muss man würdigen. Eine gleichbleibende Leistung in der Zeit.